Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Deckcheck. Und zwar geht es um Slaughterhorse. Das ist das schwarz-rote Intro-Pack aus Avacyn's Restored. Und ja, die Deckliste habe ich links schon mal eingeblendet. Und ihr werdet wahrscheinlich auf Anhieb nicht alle Karten wiedererkennen vom Namen. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich für einen Deckcheck. Und vorweg muss ich sagen, ich halte dieses Deck eigentlich oder nach einigem Testen jetzt für das stärkste Intro-Pack. Es ist auch für sehr wenig Geld auszubauen, beziehungsweise wenn man das Intro-Pack zweimal hat, dann hat man ein sehr gutes Deck. Und wie gesagt, ich halte es innerhalb der Intro-Packs eigentlich für das stärkste. Aber ich zeige euch mal was. Und zwar habe ich hier zwei Tortendiagramme gemacht. Und zwar seht ihr oben links den Anteil an roten Karten im Verhältnis zu den schwarzen Karten. Und es fällt auf, man hat nicht mal ein Viertel rote Karten. Wenn man sich aber die Mana-Quellen anguckt, hat man fast im Verhältnis 50 zu 50 ja, Gebirge und Sümpfe. Das ist ein bisschen daneben eigentlich, besonders wenn man sich die roten Karten mal anschaut. Goblin Arsonist, also man muss vorweg sagen, das Deck ist darauf ausgelegt, dass die eigenen Kreaturen ruhig sterben können, dass man aus diesem Vorgang, dass Kreaturen sterben, einen Vorteil zieht, also irgendwie eigene Kreaturen besser oder stärker werden und der Gegner dann natürlich noch irgendwie Schaden bekommt oder dass man selber einen Vorteil hat, wenn Kreaturen sterben. Goblin Arsonist hat so ein Beispiel dafür. Man kann ihn halt irgendwo reinopfern, er verschießt dann Schaden, ist ganz nett. Fling ist auch ganz gut. Kreatur opfern, dann so viel Schaden verschießen, wie die Kreatur stärker hat, auch ganz nett. Helfenghoul Vampire, der wird immer stärker. Raging Poltergeist ist eine Niete. Und Gang of Devils ist auch ganz nett, aber auch recht teuer für 6 Mana 3-3, wenn er stirbt, 3 Schaden verteilen. Ich nenne euch am Ende schwarze Alternativen für die Karten. Ich habe einen sehr schönen Ersatz für Fling, aber noch andere Kreaturen, die sehr gut sind, wenn sie sterben. Und deswegen habe ich das Deck auf Mono-Schwarz umgebaut. Und da man, wie gesagt, noch nicht mal ein Viertel rote Karten hat und die Karten noch sehr gut in anderen Decks benutzen kann, Fling und der Goblin, sowohl als auch der Vampir unten, kann man definitiv noch in anderen Decks spielen. Ja, habe ich als allererstes alle roten Karten gestrichen. Also bevor jetzt der Deckcheck überhaupt richtig losgeht, habe ich schon einen Teil der Karten gestrichen. Aber ihr werdet sehen, das Deck an sich ist sehr cool zu spielen und auch sehr stark. Und ich stelle euch jetzt erstmal die schwarzen Karten vor. Und ich habe ja schon gesagt, ja, wir wollen irgendwie, ja, dass Kreaturen sterben. Und warum wollen wir das? Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Blood Artist für 2 001er-Kreatur. Immer wenn er selber oder eine andere Kreatur stirbt, verliert ein Spieler einen Lebenspunkt, man kriegt einen Lebenspunkt dazu. Also immer wenn man irgendwie bei sich selber was wegopfert, zum Beispiel den Soul Cage Fiend, da verliert jeder Spieler nämlich 3 Leben, wenn der stirbt. Ja, dann verliert der Gegner immer noch ein zusätzliches Leben und man selber kriegt Leben dazu. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann Driver of the Dead, wenn der stirbt, belebt er nämlich eine Kreatur wieder, die 2 Mana oder weniger kostet. Also man kann da immer so eine kleine Schleife draus machen, das ist auf jeden Fall ganz gut. Die Malfeld Twins, die zerfallen in 2-2-2er-Zombies. Die sind ja auch irgendwie so, ja, Zwillinge, halt Twins, irgendwie so aneinander genähte Zombies wahrscheinlich. Und sind halt für 6-4-4 und zerfallen in 2-2er, also liefern dann nochmal 2 Kreaturen, die man irgendwie opfern könnte. Und der Harvester of Souls, ja, die Feuer Rare in diesem Deck, ja, für 6 Mana 5-5 Death Touch, schon mal ganz solide. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, darf man eine Karte ziehen. Also sorgt auch noch gleichzeitig für ordentlich Kartenvorteil, wenn eine Kreatur bei einem stirbt. Ja, wie kriegt man die Kreaturen dazu, dass die auf jeden Fall sterben? Also man kann nicht einfach nur angewiesen darauf sein, dass der Gegner bei einem manchmal was weghaut. Dann haben wir zum einen den Bloodflow-Connoisseur für 3, eine 1-1er-Kreatur. Man muss eine Kreatur opfern, kriegt eine plus 1 Marke. Also wird immer stärker und man kann dann halt die ganzen Effekte ausnutzen, die ich euch eben gezeigt habe. Dann sehr, sehr stark, Demonic Taskmaster für 3, 4, 3 fliegend. Also baut ordentlich Druck auf und im Abgib muss man immer eine Kreatur opfern. Und dann der Demon Lord of Ashmouse. Für 4, 5, 4 fliegend und undying, also auch wirklich stark. Und wenn er das Spielfeld betritt, muss man ihn ins Exil schicken, es sei denn, man opfert eine Kreatur. Also, wir halten fest, wir wollen Kreaturen opfern. Wir haben eben noch schon ein paar gesehen, ein paar nette Effekte, die auslösen, beziehungsweise Kreaturen, die man opfern kann. Jetzt habe ich euch hier kurz die eingeschoben, die auf jeden Fall ein Kreaturenopfer brauchen. Und jetzt stelle ich euch nochmal 3 Karten vor an Kreaturen, die auch geopfert werden können. Der Butcher Ghoul, den finde ich auf jeden Fall sehr stark für 2, 1, 1 Undying. Also man kann ihn direkt zweimal opfern, um so seine starken Flieger aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise mit dem Blood Artist zum Beispiel immer wieder Schaden zu schießen. Evernight Shade auch 1, 1 Undying. Und man kann ihn beliebig aufpumpen. Und die Resembling Skeleton sorgen halt dafür, dass man wirklich immer eine Kreatur hat zum Opfern. Zum Beispiel mit dem Taskmaster von eben. Der braucht ja jede Runde ein Opfer. Haben wir für 2 ein 1-1er Skelett und für 2 Mana kann man das aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Also auf jeden Fall ordentlich für Nachschub gesorgt. Dann haben wir noch einen einzelnen Haunted Ghoul drin für 1, ein 1-2er Zombies, der keine Menschen blocken kann. Ist jetzt auch nicht so wichtig.
Ja, First Drop ist auch nur einmal im Deck, eher unwichtig. Dann kommen wir noch zu den Zaubern. Wir haben Bone Splinters, ein sehr schönes Kreaturen-Removal, zerstört jede beliebige Kreatur ohne Einschränkung. Als Zusatzkosten muss man eine Kreatur opfern. Ja, nimmt man einfach den Undying Ghoul, fertig, kein Problem, der wird dann noch stärker zum Angreifen. Super Karte. Dann der Unhallowed Pact, für 3 Mana eine Kreaturverzauberung. Wenn die verzauberte Kreatur stirbt, kann man die wieder ins Spiel bringen. Kann man natürlich eine eigene Kreatur nehmen, die dann immer wieder kommt, beziehungsweise man verzaubert eine sehr starke Kreatur beim Gegner, die man mit Bone Splinters abschießt. Ja, auf jeden Fall nett. Und Barter an Blatt trifft den Gegner in der Regel wesentlich härter als einen selber. Jeder Spieler muss 2 Kreaturen opfern. Man selber hat eigentlich immer was, wie gesagt, was man ja opfern möchte, und den Gegner trifft es dann meistens schon härter. Auf jeden Fall eine Karte, die auch sehr schön ins Deck passt. Dann haben wir noch die Scroll of Grizzlebrand für 1. Ja, sorgt für eine weitere Karte, ersetzt sich selber. Zusätzlich verliert ein Gegner noch 3 Leben. Auf jeden Fall auch nett. Und 2 Grave Exchange aus der eigenen Spielerfahrung. Ich spiele das Deck nämlich selber sehr viel. Für 6 Mana eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand nehmen und ein Gegner muss dann eine Kreatur opfern. Beziehungsweise man kann auch selber was opfern, wenn man irgendwie den letzten Schaden mit dem Blood Artist machen will. Aber für 6 Mana ist die Karte halt schon recht teuer. Für 6 Mana kann man auch den Harvester of Souls spielen. Ist eine Karte, die für mich eher rausgewackelt ist, aber also rausgewandert ist, weil es ein Wackelkandidat ist, so. Also ist halt nicht wirklich schlecht. Ja, ihr habt vielleicht schon rausgehört, welche Karten ich besonders gut fand. Definitiv sollte man sich 4 Blood Artists besorgen. Der ist nämlich extrem stark in dem Deck. Bloodflow Connoisseur als mögliche Kreatur, die Sachen opfert. Butcher Ghoul, den man opfern kann. Sowohl Demonic Taskmaster und Demon Lord of Ashmount sind die fetten Flieger, die einfach Druck aufbauen. Die sind auf jeden Fall top. Und Resembling Skeleton und der Soul Cage Fiend, das war die Kreatur, dass jeder Gegner 3 Leben verliert, wenn der stirbt, oder jeder Spieler 3 Leben verliert, auf jeden Fall auch gut. Und Bone Splinters, weil ich immer Fan von Removal bin, habe ich das selber auch auf 4 aufgestockt. Da wir ja viele Karten, rote Karten rausgenommen haben, kann ich noch zusätzlich empfehlen, Altar's Reap aus Innistrad. Man muss eine Kreatur opfern, dafür 2 Karten ziehen, also ordentlich Kartenvorteil, auf jeden Fall gut. Essence Harvest soll Fling ersetzen. Ein Spieler verliert x Lebenspunkte, wobei x ja die Anzahl der stärksten Kreaturen ist, die man kontrolliert. Auf jeden Fall top, das sind ja meistens 4-5 Leben, die der Gegner verliert, und man muss die Kreatur noch nicht mal opfern wie beim Fling. Und man kriegt das Ganze noch in Lebenspunkten dazu. Also ihr seht, Mono-Schwarz zu spielen ist erstmal bessere Mana-Base, sichere Mana-Base. Man kann eigentlich auch auf 24 Länder runtergehen, hat so noch einen Slot für eine andere Karte frei. Und Schwarz ist einfach stärker. Geraffs Messenger wäre auch noch eine schöne Möglichkeit für das Deck. Für 3-3-2er Zombie. Kommt zwar getappt ins Spiel, aber der Gegner verliert dann direkt 2 Leben. Und da er Undying hat, kann man ihn opfern. Der kommt wieder rein, Gegner verliert wieder 2 Leben. Und mit Blood Artist, super geil kombiniert. Manchmal, letztens hatte ich auch 3 Blood Artists auf dem Feld. Da kriegt man so viel Leben dazu, da kann der Gegner schon gar nichts mehr machen. Es ist meistens schon schwer, gegen 2 Blood Artists anzuspielen. Auf jeden Fall kann ich das Deck wirklich so nur empfehlen. Man kann sich das theoretisch eigentlich direkt 2-mal besorgen, hat dann das Deck eigentlich schon fertig. Sowas wie Essence Harvest sollte eigentlich jeder, der ein bisschen mit Innistrad irgendwie gedraftet oder gespielt hat oder ein paar Booster hatte, auf jeden Fall zusammenkriegen. Es ist eine ganz billige Common, die überall rumfliegt. Geraffs Messenger und Altar's Reap sollte man auch ziemlich leicht drankommen. Der Messenger ist auch nicht so teuer, aber in erster Linie würde ich mir eh Altar's Reap erst besorgen, und da es eine Innistrad Common ist, die fliegt eigentlich auch irgendwo rum. Vielleicht hat die auch jeder noch so über und kann die euch einfach geben. Ja, und das war das schwarz-rote Intro-Pack Slaughterhouse. Und ja, ehemals rot. Es ist ja jetzt mono-schwarz. Und ich hoffe, das Deck hat euch so auch gefallen wie mir. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.